die Webinaraufzeichnung zum Thema Capture One Grundlagen. Was findet man jetzt in dieser Webinaraufzeichnung? Ich habe jetzt hier dieses Video geöffnet, das man bekommt, wenn man diese Webinaraufzeichnung kauft. Und schau einfach einmal durch. Und zwar zu Beginn wird es einfach einmal darum gehen, dass man versteht, was der Unterschied zwischen Sitzungen und Katalogen ist. Das ist ja ein Konzept, das bei Capture One wirklich eigentlich so ein bisschen einzigartig ist. Und das sollte man auf jeden Fall einmal verstehen, dass man weiß, was man für seinen Workflow, für seine Projekte oder für einzelne Projekte verwenden soll. Ganz ein wichtiger Punkt bei diesem Grundlagentraining, dass man versteht, was ist der Unterschied zwischen Katalogen und Sitzungen. Danach geht es weiter mit dem Import und wie man jetzt Bilder in einen Katalog in diesem Fall importieren kann und welche Einstellmöglichkeiten es hier drinnen gibt. Ja, und wenn man das geschafft hat, dann geht es einfach weiter in den Bereich der Bildauswahl und wie man jetzt zum Beispiel mit Fokusmasken arbeitet. Ein Konzept, das in Capture One wirklich ja, seinesgleichen sucht, denn damit sehe ich sofort über mehrere Bilder gleichzeitig, ob der Fokus bei einem Bild auch wirklich gestimmt hat. Nämlich mit einem Art Focus-Peaking, wie man es von ja, spiegellosen Kameras heutzutage auch wirklich kennt. Das aber jetzt in der Software eingebaut. Das macht natürlich sehr, sehr schnell und super, damit zu arbeiten. Und das zeige ich hier einfach einmal her. Ja, danach geht es dann in ein paar Voreinstellungen, damit man ja, gewisse Dinge einfach besser sieht. Und auch die Verwaltung der Daten. Denn gerade wenn man mit Katalogen arbeitet, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie man jetzt mit Alben arbeitet und wie man sich damit seine Bilder besser sammeln kann. Gut, dann die Bildauswahl und wie ich an dieses Thema herangehen würde, nämlich mit Farben, mit Rot, mit Orange, beziehungsweise mit Rot, mit Grün und ohne Farbe, damit ich das jetzt auch richtig sage, damit ich dann einfach die Bilder finde, die mir gefallen und mit Rot die Bilder sofort herausfiltern kann, die ich quasi löschen möchte. Also Bildminimierung oder auf das Wesentliche reduziert, auch hier in Capture One. Und ein Punkt, der natürlich beim Arbeiten mit RAW-Bildern auch sehr essentiell wichtig ist, ist einfach die Bearbeitung mehrerer Bilder gleichzeitig. Und auf was man da aufpassen muss, beziehungsweise wie Capture One hier denkt, das ist natürlich auch ein großes Thema, das ich bei diesem Webinar behandelt habe. Also hier die Einstellungen werden synchronisiert und man sieht, wie man das sehr, sehr schnell auf viele Bilder gleichzeitig übertragen kann. Ja, zu guter Letzt ein sehr geniales Tool, das Capture One wahrscheinlich so ein bisschen berühmt gemacht hat, beziehungsweise ja, für viele Debatten immer gesorgt hat, dieser Hautton und was man jetzt mit Hauttönen in Capture One machen kann, das zeige ich natürlich auch im Grundlagentraining her, weil es ja eigentlich extrem einfach ist, wenn man es einmal verstanden hat und man kann damit hervorragende Ergebnisse erzielen. Gut, und dann sind wir hier jetzt schon bei 46 Minuten, das heißt, ich kann einmal durchgehen und noch verschiedene andere Dinge zeigen, die hier in diesem Webinar behandelt worden sind, nämlich zum Beispiel das Umfärben von Stoff bzw. hier im Allgemeinen von Farben und wie man das wiederum auf mehrere Bilder gleichzeitig synchronisieren kann und natürlich auch zu guter Letzt die Ausgabe und was es hier mit der Ausgabeschärfung und der Proof-Vorschau so auf sich hat, das ist etwas, was mir in Capture One wirklich unglaublich gut gefällt. Also die Möglichkeiten, die diese Software bietet, sind wirklich enorm und damit man damit auch wirklich gut arbeiten kann, ist es sinnvoll, wenn man natürlich die Grundlagen einmal so richtig verstanden hat. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo bekommt man dieses Webinar her? Das zeige ich natürlich auch noch her. Und zwar auf meiner Webseite, hier unter www.martindörsch.at/webinare, gibt es, wenn man nach unten scrollt, die Liste der gehaltenen Webinare. Und hier gibt es das Capture One Grundlagentraining. Und wenn man jetzt auf den Button als Download kaufen klickt, kann man eben dieses Webinar kaufen. Ja, und danach liegt es eigentlich nur mehr an einem selbst. Dann kann man sich das Webinar anschauen und besser werden.